Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Endless Zone Zero. Heute wird nicht viel passieren, da kann ich euch jetzt schon sagen. Wir gucken uns nur die ganzen Freundschaftsevents von den restlichen Mitgliedern von den Söhlen von Kalidon an. Und ja, je nachdem wie lange das dauert, kann das hier ein langer Part oder ein kurzer Part sein, ne? Bernices Cutscenes waren nicht so lang, ne? Deswegen hoffentlich wird das hier jetzt auch nicht so lange dauern. Aber gucken wir mal, ne? So, apropos Bernice, ne? Boom. Schauen wir uns das mal an, ne? Sind schon wieder ein paar Events am Laufen. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten. Wann fängt die neue Gacha mal wieder an? In 3 Tagen, alles klar. Das dauert ja noch ein bisschen. Ich habe so viel Gacha-Währung, ne? Und dann müssen wir mal wieder hier Dings machen. Wie heißt es? Agentengeschichten, ne? Aber ich will erst mal warten, bis ich wieder so 3 angehäuft haben, ne? So, wir haben Ende der Woche und ich habe schon hier das meiste alles erledigt, ne? Meine Charaktere bin ich gerade noch immer am Hochleveln, ne? Ich habe eine Menge Charaktere jetzt schon auf Level 60. Ich bin, glaube ich, gerade aktiv Billy am Hochleveln. Habe ich nur irgendwie gehört, ich habe gerade, ne? Und ja, ich beschäftige mich die ganze Zeit hier, die Fähigkeiten der Charaktere hochzuleveln und weil ich da bin ich keine Ahnung, ich tue bei jedem Charakter eigentlich nur immer die Spezialfähigkeiten und die Kettenangriffe beziehungsweise die Ultimates hier hochleveln. Ich habe, das ist eine gute Idee, ne? Bin ich mit jedem Charakter schon relativ weit. Bernice habe ich jetzt schon sehr hoch gelevelt. Nicole habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen hoch gelevelt, weil ich habe sie mal irgendwie in der Shio-Verteidigung hier, also diesen Endgame-Modus gespielt und keine Ahnung, mit ihrem Team ja, habe ich sehr viel, bin ich sehr viel weitergekommen. Das war also ziemlich krass und ja. Billy bin ich gerade dabei, ne? Aber da habe ich noch nichts, ne? Er ist der nächste und dann muss ich irgendwann mal hier, aber das kostet immer so viel. Oh, wird ewig dauern. Oh ja, keine Ahnung, ich warte einfach nur, bis die Tage hier vorbeigehen, bis mal irgendwie eine neue Gacha kommt oder irgendwie sowas, weil jetzt mir ist gerade ein bisschen langweilig in diesem Spiel. Gibt nicht mehr so viel zu tun im Moment, weil ich hier schon alles erledigt habe, was mich nicht stört, ne? Das heißt halt, ich muss weniger in das Spiel investieren, ne, zeitmäßig, wo es jetzt eigentlich nicht so ein Problem ist. Und ich fokussiere mich jetzt die ganze Zeit auf meine ganzen Charaktere, um die noch stärker zu machen, damit die ganzen Endgame-Modi einfacher sind, ne. Ich tue mich da schnell darauf fokussieren. Die letzte Shio-Verteidigung habe ich sogar geschafft, jeweils immer 3 Sterne zu holen, bis auf die letzte. Und ja, so viel hatte ich noch nie. Das war ziemlich krass. Und da habe ich dementsprechend noch mehr von dieser Gacha-Währung bekommen. Ich sitze jetzt hier gerade auf 25.000 oben rechts, ne? Und ja, ich muss mal halt irgendwie mal Gacha hier spielen. Ich habe übrigens hier bis zum Anfang des nächsten Monats, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, den 1. November haben wir heute oder den 2. schon. Und ich habe extra gewartet, um diese Session hier aufzunehmen, einfach nur, damit ich hier wieder im Laden ein paar Dinger hier eintauschen kann, ne? Weil jedes Mal, wenn man Gacha spielt, dann kann man ja, da kriegt man ja so Restsignale und die kann man dann ausgeben für die ganzen Sachen hier, ne? Die habe ich direkt für so Standardkassetten ausgegeben, damit wir die Standard-Gacha heute noch spielen können einmal. Und ja, hoffentlich kriegen wir eine Komata. Sind wir mal sehr positiv heute, ne? Aber glaube ich jetzt mal nicht, das dauert noch ein bisschen, bis wir kommen. Aber man kann ja ein bisschen optimistisch bleiben, ne? So. Alles klar, wir haben noch hier die restlichen Söhne von Kalidon. Wir haben Caesar, Lucy und Piper. Die gucken wir uns mal an. Ich gehe mit der Reihenfolge Caesar, dann Piper, dann Lucy, ne? Also mit meinen Lieblingscharakteren am Ende, ne? Lucy ist mein Lieblingscharakter von den 4, vielleicht sogar im ganzen Spiel. Und ja, deswegen mache ich sie natürlich als letztes. So, wir gucken uns die ganzen Cutscenes erstmal an. Wir haben für jeden, glaube ich, 3, wenn ich mich nicht irre. Na, guck mal, fangen wir mit Caesar an in der Klemme. Habe ich alle noch nicht gesehen, ne? Kennt man ja. In diesem Moment kommt Kasa an. Alles klar. Ich weiß nicht, was darauf hingeführt hat, aber okay. Ich weiß nicht mehr, worum es hier ging, aber gucken wir mal. Ich habe dich gefunden. どういうことだい、シーサー。いくら仲がいいからって甘やかさないでほしいもんだね。将来に関わることならなおさらさ。私の心配はもっともだって、あんたも言ってたじゃないか。保護にするなんて傷つくね。私たちは姉妹みたいなもんだと思ってたのにさ。待て、母さん。
そういうわけじゃ。まずかんちゅうまずすげえ。なんだよシーザーさん。俺を探しに来たのは姉貴絡みじゃないって言ってたじゃないか。嘘だったのか。ミコトトと思ったから打ち明けたのに。Hast mich mit deiner Schwester nicht gesucht? Und war grammatisch auch nicht wieder richtig. ガキの言うことを真に受けんじゃないよシーザー。一体どっちの味方なんだい。言っとくが、先に約束してたのは私だからね。シーザーさんは俺の味方になってくれるよな。俺の言い分は筋が通ってるだろ。うわ、ちくしょう。なんだってんだよ、まったく。Einige Minuten später. Big Daddy さんは Caesar さんのツールドインフェルノ参加に賛成じゃなかったんだろ。なのに止めなかったらしいじゃないか。Um was geht's hier, Leute? Klär mich mal auf. エリアのためを思ってのこと。ご先祖様に背いて郊外を離れようなんていうあんたとは比べるべくもないね。郊外では誰もが自由だろ。去る奴は去る。残る奴は残る。俺はもう大人だ。自分のことは自分で決める。大人？どんな仕事も3ヶ月持たない。何年経っても貯金はゼロ。でかい口を叩くのはシーザーみたく頼りがいのあるやつになってからにしな。給料は俺のものだ。自由に使って何が悪いんだよ。だいたいシーザーさんだって先週はニンジンとセロリどっちがまずいかで。Ich mag ehrlich gesagt beides davon. Aber ja, Karotten. Würde ich sagen. Ah. Wow, ihr zwei seid so erwachsen. War sarkastisch gemeint? Ja, ne? So habe ich das nämlich gemeint. Sehr gut. Ja.誰もが自由、誰もが自分の人生をてめえで決める資格がある。こいつを行かせたくねえ理由には心配もあるだろうが。Aber ist die Außenzone nicht auch irgendwie ein kriminelles Land eigentlich? ってとこだろ。Macht irgendwie nicht so Sinn. たった一人の弟だからね。それにブレイズウッドが活気を取り戻しつつある今、エーテル適応体質の人間は入りようで。ブレイズウッドにゃ。俺らがいるじゃねえか。何もかもガキどもに押し付けてたんじゃ。覇者代理たる俺様のメンツが丸つぶれだ。だってさ、姉貴。シーザーさんがこう言ってるんだから、そろそろ首を縦に振ってくれてもいいだろ。あ、一moment。調子に飲んじゃねえぞ、ドリアン。俺様に相談したとき。てめえに不利な話は隠してやがったな。口先だけの理想なら誰だって何とでも言えんだよ。それは。Komm mir so bekannt vor。シーザーさん、俺確かにこれまではいろいろとひどかった。けどこれからは違うって証明したいんだ。今のままじゃずっと姉貴に認めてもらえないままだ。Komm mir also bekannt vor, haben wir uns das schon mal angeschaut? Oder haben wir so eine ähnliche Situation schon mal gehabt? Warum bin ich hier? Komm kurz her. Oh, so.俺様としたことが大事なことを忘れてたぜ。聞け、ドリアン、母さん。近々、チョトツ盲信が郊外からファヌスクへ建材を運ぶ予定がある。けど、輸送基地の人手が足りてね。だから、ドリアンをそこへ行かせてやるのはどうだ？危ねえ仕事と距離が置けるし、何より自由にやりたいことがやれるぜ。うん。マジかよ、やった！喜ぶのは早いぞ。都会のやつらとやり取りすんのは選別工場での仕事よりよっぽどむずいんだからな。当然俺らだってきつく見るが、しっかりやりゃ母さんだって次にどこへ行こうが止めねえだろうよ。まあそういうことなら分かったよ。
それで手を打とうじゃないか。Kurze Zeit später gehen Kasa und Dorian. Gehen die. Komi itta kyoudai genka datta ze. Are nara Raito 10 ni ippen ni aite suru hou ga. Genauso wie mit Bernice, mit diesen beiden Leuten. Du bist jetzt echt gelassen angegangen. Ich weiß ja nicht, Leiter unter dem Bus, hallo? Mann, dieser Leiter ist echt kack. Proxy, Maruko samatta no wa omae no okage da ze. Aitsura no izakoza o kaiketsu dekita ue. Kochi wa hitode made kakuho dekita. Ich glaube nicht wirklich, dass ich irgendwas getan habe, aber okay. Noch wichtiger ist, dass du die Wahrheit erkannt hast. Die Wahrheit ist irgendwo draußen und ich finde sie. Ja, wie war nochmal? Was hat der mal Detective Conan gesagt am Anfang? Und am Ende. Die Wahrheit ist irgendwo draußen und ich finde sie. Ich bin Detective Conan, genau. Auf einem Intro, genau. その通りだったしな。あの時は俺様が背負う責任ってやつをまるで理解してなかった。でもよ、実際やってみねえとわからねえことだらけだろ。ドリアンだってこれからはてめえしかアテンできない環境でいろいろと学んでくはずだぜ。さて、たくさん喋ったから腹が減っちまったな。なんか食うか、プロキシー。Wo wir dabei sind, da fällt mir ein. Du isst mit Caesar ein paar Leckereien aus Blazewood, dann ist es Zeit für den Abschied. Okay, direkt die nächste. Umbaufende Erklärung. Das ist wieder mit der Videokassette, ne? Man hat jeder Charakter, ne? Wie geht das jetzt lange her? Ich meine, diese Cutscene dauert immer nicht so lange. Weil die Charaktere gucken dann immer einen Film oder so. Und da war es dann eigentlich. Ich hoffe, dir gefällt der heutige Film. お供にコーンチップスはどうだい？いいぜ。お前に任せる。So, du siehst jetzt zusammen mit Caesar Last Flight an. Ich will das abstellen. Die Handlung hat ein angenehmes Tempo, und das Ende ist ziemlich bewegend. Deine Augen werden so etwas feucht, obwohl du den Film schon zum zweiten Mal siehst. Gerade als du Caesar fragen willst, wie er der Film gefiel, siehst du, dass sie im Bildschirm anschauen, zwei Flüsse von Tränen ihre Wange hinabkullern. Einige Zeit später. Caesar, ich habe mir Taschentücher. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der dabei weint. Ich wollte schon sagen. Mein Gott, ich habe schon im letzten Poll irgendwie reingeschrieben. Eure Übersetzung, eure deutsche Übersetzung ist kacke. Arbeitet mal. Das heißt, jetzt werden sie garantiert daran arbeiten. Dann kann man ja mal irgendwie so einen Kommentar reinschreiben. So, oh, was hat euch an diese Version gefallen? Was hat euch nicht daran gefallen? Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge und so? Das schreibe ich dann immer jetzt da rein. Dauert ja immer nur eine Minute oder so. Müsst ihr ein paar Videokassetten zum Anschauen mitnehmen? Na klar, echt jetzt. Äh,
Kommt mir bekannt vor. ジャンルはわかるかい？探してくるよ。ああ、レ恋愛もののドラマだっけな。お前んとこで流行ってんだろ最近。惚れた惚れたの話は、いまいちだと思ってんだけどよ。まあ郊外でも話題になってるからな。ルーシーのやつ。 Okay. Ich sag doch, die zweiten dauern immer viel kürzer. Tour durch die Wildnis. Boom. Etwas später. Warten irgendwann mit Fahrrädern oder so? du schaust sie dir echt schnell an. Ich weiß nicht, warum diese Cutscenes passieren ja immer, wenn man in der Stadt irgendwie irgendwelche bestimmten Sachen macht. Ich weiß aber nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, ich musste irgendwie Fahrräder oder irgendwie so mit ihr suchen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder Autos, ich keine Ahnung. Ich nehme an, die Cutscene ist dann aufgeploppt, als ich beim letzten Auto angekommen bin oder so. Ich weiß es nicht. Ist dieses Modell das Richtige? Aber jedes Mal auf der Lauer zu sein und zu gucken, wann hier die letzte Cutscene, wann die nächste Cutscene kommt, ist ein bisschen nervig so zum Aufnehmen. Da sammle ich die lieber an und gucke mir die mit euch hier an. Auch wenn ein bisschen Kontext da verloren geht. Aber ich glaube, es ging irgendwie um Motorräder oder Fahrräder oder Autos, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Wo gehen wir denn hin? Oder sie wollte mit mir Motorrad fahren. Ja, kann auch sein. Ich glaube, sie hat dann ihr Motorrad rum. Ja, genau, sie stand vor ihrem Motorrad. Dann habe ich sie angesprochen und dann kam die Katzin, glaube ich. Dein eigener Körper ist viel empfindlicher für Geschwindigkeit als der eines Bango. Ohne dass du jetzt merkst, klammerst du dich fest an Cäsar, die vor dir sitzt. Du kannst dich nicht bewegen. Kurze Zeit später packt Cäsar ihr Motorrad mitten im Nirgendwo. Entschuldigung, ich konnte nicht anders. すまない。完全に本能で。安心しろ。これでも危なくねえ速度の範囲内だ。これからも一緒に乗ってりゃ、いつかこの感覚が癖になるだろうぜ。あ、そうそう。連れのバクオンは聞いてくれたか？体の芯に響いてくる感じがするだろう。本調子に戻ってくれて。 俺様も一安心だぜ。でも、リオフのモートは消せん。え、もしや、意識したい。それのこと本当に大事にしている。マンブラーであってん。いや、モートはだ、わしもなにだ、おふくがん。俺様が直々に満足いくまで調整したやつだからな。それにこいつはダチとの友情の証でもあるのさ。郊外じゃ自分のバイクを手に入れるのが 一人前の走り屋になる第一歩だ。そのために、ダチは協力を惜しまねえ。俺様の連れも、そう言って生まれたんだぜ。親父が用立ててくれたエンジン。バーニスがつけてくれたインジェクター。あ、でもね、ちょっとアイネビッグダディアイス。あ、もしダニスピーバー。ライトライト。それに、ダニスピーバーにしたらライダーが必要。そう、フォートポルト。そして今は、そこに、 お前が選んでくれた部品も加わったわけだ。ああ、いや、そういう経緯があったとは。もっと早く知っていたら、高価そうな部品を選んでいた。もっと早く、はい、さ、ね。何言ってんだ。はい、さ、ね、しねら。通常なんて。まあ、フィーシネラ。それこそ。もっと早く。値段のつけられねえもんだろうが。連れの修理を手伝ってくれただけでも嬉しいのによ。さーて。 いい気分になったとこで、ブレイズウッドに戻るか。帰り道の途中で
まぶい夕日が見られるはずだぜ。さて、出発だ。ちゃんと座っとけよ。Alles klar, ich halte mich fest. Brumm, Knall. Achja. Was ist los? どうしたんだい？ガス欠だ。修理にばっか聞い取られて、給油すんのをすっかり忘れてたぜ。おまけにここらじゃ電波も届かねえし。なあ、プロキシ。さっきの夕日の話だけどよ。歩きながら見るってことにしねえか。あ、ガラロ。あ、喜んで。ちょ、ich hab Motorrad schieben, hallo? Dauert doch ewig. Du plaust mit Cesar, während ihr das Motorrad nach Blazewood zurückschiebt. Als ihr endlich ankommt, ist es schon stockdunkel. Weißt du, Intro von Final Fantasy 15? あなたたち、やっと戻ってきましたわね。電話にも出ないで、一体どこをほっつき歩いてらしたんですの？私もリンさんもハラハラして、でも立ってもいられなかったんですのよ。そういや、電波の入るとこまで来たらルーシーに迎えを頼むってことだったな。すっかり忘れてたぜ。ich war so in unser Gespräch vertieft. おしゃべりに夢中になってしまっていたな。なんですの？二人ともニヤニヤと締まりのない顔をして、一体外で何を。別に何でもないぜな。wir sind nur herumgefahren。ただのツーリングだよ。怪しい、あなたたちめちゃくちゃ怪しいですわ。Lucy ist eifersüchtig. Auf wen? Auf mich oder Cesar? Wahrscheinlich eher auf Cesar, ne? So, cool. Das heißt, wir können jetzt hier die Belohnung von ihr abholen, ne? Und das Fotochen. Aber direkt mal anschauen, wie das aussieht. Boom. Nice. Sag genau alle. Die haben alle andere Motorräder, ne? Ja. Genau, sie hat irgendwie dieses. Ich nenne halt immer Dreirad. Also irgendwie so ein. Wie komisch, dass sie irgendwie so ein Dreirad hat. Sehr cool. Da kann man auch so angucken. Sehr nice. Das Sofa da im Hintergrund. So, zoom in bitte. Einmal. Ich weiß, einmal zoomt das in. Ja. Oder Kamerawechsel, keine Ahnung. Okay, die Wüste werde ich hier noch ein paar Mal sehen. Habe ich so ein Gefühl im Laufe des Tages. Im Laufe des Parts. So, nächster Charakter, ne? Piper. Gucken wir uns mal an, was es hier mit auf sich hat. Entschuldigungstraining. Boom, zack. Bin ja nicht, das dauert ja jetzt nicht so lange. Die erste Katze hat lange gedauert, aber die anderen beiden nicht so. Wie alt bist du? Klingt, als sei sie echt wütend. Weißt, wir haben Informationen über, wie groß die Charaktere sind, was für ein Geschlecht die sind, aber nicht wie alt die sind, ne? Bin schon ein bisschen unverschämt. でもほっとくわけにもいかないしな。とりあえず謝っとくか。そういうわけでプロ騎士、練習に付き合っておくれよ。Hat so lange gedauert, bis wir mal üben? Ich hab Piper und Lucy schon seit Ewigkeiten, aber jetzt sehen wir zum ersten Mal ihr im Freundschaftsevent. それじゃあ行くぜ。ルーシー、ごめん。War schon okay. Ja, wo wollte ich gerade sagen? Ich weiß genau, was gleich passiert. Ich tue sie nachahmen und sie steht dann direkt hinter mir und haut mir eine über. Ne? Ich kann dich nicht hören, das war.私は受け入れませんです。ね、ことはよ。
やっぱちょっと違うんだよな。プロ騎士、もっとルーシーになった自分を想像して。ふん。怒ってなんていませんですことよ。いいねいいね、やっぱプロ騎士とのおしゃべりは楽しいぜ。若い子が若い子の真似をしてるとこってホームランですわ。でし、若返りのエキスが出てるよな。was haben wir noch mal gemacht? 落ち着いてくれ、話が完全に脱線しているよ。おい、そうだったぜ。大人になるとさ、こういう楽しい瞬間なんてもうめったにないから、つい他のことを忘れちゃうんだよな。ところでプロ騎士、あんたがルーシーの真似してたとこ、実は録画してたって言ったら。ねえ、ねえ、なんぶんきてみしょん。あたしみたいな長距離ドライバーにとってさ、休憩中に見る動画って最高の癒しなんだよな。例えば昨日なんかは、驚いたルーシーの飛び上がるとこが偶然撮れちゃって、これがまた可愛いのなんのって。ルーシーが怒っている理由が分かった気がするな。おい、そういうこと？まあでもきっとルーシーなら 2,3 日もすりゃさっぱり忘れてくれるって。とにかく今日は助かった。動画はま、他のやつには見せないでおくからよ。これはめったにない大人の約束ってやつだぜ。 OK、 alles klar。 Der Unterschied zwischen Arbeitslosigkeit und Ruhestand ist、 Lass mal an wieder Film gucken。 プロ騎士はいい子だな。もう至れり尽くせりって感じ。うちの連中にもみんな。Wie alt bist du? Weil mein Hauptcharakter soll ja irgendwie so um die 30 sein, habe ich gehört, ne? Ich habe gerade Zeit. So, was ich da verstanden habe, ne? Wie alt ist denn sie dann? 40? Habe ich ehrlich gesagt gehört. Agevi soll sie irgendwie 40 sein? nein. やっていないんじゃないかな。そもそも今時その手の番組はもう。そっかそっか。んじゃベストビドの総集編は？Jemand hat das ausgeliehen。あいにくそのビデオ。ああ、マン。少し前に借りられていたね。なら株式レビュー最前線はどうだい？Tut mir leid。そのごめん。それもない。適当に時間を潰せるなら何でもいいぜ。ラッキーエリーの抽選までまだ1時間もあるからさ。いや待てよ、確か私前にビデオを予約したような。We need you。 君の力が必要だ。だね、取り置きしているよ。Wenn nur eine Auswahlmöglichkeit da ist, warum tun die das nicht automatisch machen? Warum bringt mir halt hier die eine Auswahlmöglichkeit zu wählen? Klar. Klar. Du siehst zusammen mit Piper den neuesten Film We Need You an. Darin werden wirklich viele Beschreibungen von verschiedenen Jobs aufgeführt.ちゃんとした仕事ばっかりだな。最近結構暇だからバイトでも探そうと思ってたんだけど、時代の変化ってのはでかいよな。私が若い頃してたような仕事はもうみんな消えちまったんじゃないか。Zum Beispiel? 例えばどんな仕事をしていたんだい？そうだな、氷でできたエーテリアスの像が欲しいとかいう雇い主がいたぜ。変な依頼だろ。でも、スカルプチュア aus reinstem Gold っていうか、なんて言ったかな、なんとかの知恵。とにかくその時の私はまだ冴えてたんだぜ。
冷凍輸送車でホローに突っ込むだろう。お目当てのを捕まえたらコンテナに押し込んでホローを出る。ほら、これでエーテリアスの製氷皿が一丁上がりって寸法でいい。おー、それとキャンピングカーの改造もやったっけ。最後の仕上げって時にキッチンスペースの確保を忘れるポカに気づいたんだよな。まあすごいオンボロ車だったおかげで一応なんとかなったんだけど、エンジンなんておっさんの咳みたいな音がしてて、ずいぶん経った今でもまだ覚えてるくらいでさ。とりあえずそいつ頼みで、運転してりゃ勝手に目玉焼きが焼けるようにボンネットの素材だけ変えたんだ。なんかシャレオツだろ。今流行りのオープンキッチンの先駆けってやつだぜ。So viele verschiedene Erlebnisse. 確かに今はもうそういった仕事はないかもな。世の中が変わるのは本当にあっという間だ。今じゃたくさんの仕事をボンプがやってるけど。Ah, warte nur ab. Ein Bangmu, der nur lange Beine hat. Das ist wie Patrick aus dem SpongeBob-Film, in dieser einen Szene, wo er irgendwie so lange Beine hat und so Strümpfe anhatte. Genauso stelle ich mir halt vor. Und er sagt mir, das ist sein, als finde ich gemein und sage, nein, 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 das lasse ich sein. Dann bist du ja um die 60.昔馬券を買ってた頃はかなり運に恵まれてた方だからな。そんじゃ決まりってことにしようぜ。Okay, alles klar. So, die Landschaft. Boah, ich habe immer noch den Unterschied jetzt davon jetzt hier mitbekommen. Oder bilde ich mir nur ein? So, die Landschaft voraus. Fahren wir mit einem Lastwagen? Kogai wa nani mo kamo yukkuri de sabaku mo iwa mo kawari bae shinai kedo tokai te no wa kuru tabi ni chigau kao o shiteru yo na. Doko mo kashiko mo zeitaku sou na mise bakkari de furui zashi o sagasu ni mo hito kuro da ze. Wo hast du zuvor Magazine gekauft? Imamade wa dou yatte zashi o te ni irete itan dai?誰かがわざわざ郊外まで売りに来ていたのか。買う？んにゃ、定期的に郊外に送られてくるんだぜ。ま、つまりはゴミとしてってことなんだけど、結構重宝してるんだ。野営の時とか火起こしに便利だしな。一度流行に置いていかれるとさ、途端に役に立たなくなっちまうものってあるだろう。けど郊外じゃ逆なんだぜ。想像できるか、ゴミが郊外の風に吹かれて紙吹雪みたいに舞い散っていくのさ。壊れたレコードなんて聞くたびに違う音が出るんだぜ。風向きがくるくる変わるみたいに。 Is that the Twilight Zone? 捨てた奴らがこのことを知ったら後悔するかな。けど一度捨てちゃったらもうそれで終わり、二度と元には戻らないからな。こいつってば何を感傷に浸ってるんだろう。Ja, das ist irgendwie mehr Text, als wir bisher in der Story von Piper gesehen haben. Ist das peinlich? In der Story haben wir noch nicht mal so viel Text von dir gehabt. Was ich schade fand, irgendwie. Ich meine, wir kennen uns schon ziemlich lange. Piper.Ja, theoretisch ja, aber
Eigentlich nicht. そんなに長かったか？なんだか一瞬みたいな気がしてたけど、まあ言われてみればそうかもな。毎日トラックを転がしてるとさ、ずっと動いてる外の景色に慣れちゃって、たまに車を止めるとそこが現実じゃないみたいに感じるんだ。ちゃんと前に進めてるって自分では思ってるし。 戻りたいと思えば、そこに道がある限り、スタート地点にまた戻れる。特におなじみの道を走ってると、はあ、このまま毎日が何にも変わらず続くんだろうなって思うけどさ。でもある日、急に車が故障して路肩に止まるとするだろう。その時にハッとするんだ。 足元の道は何度も修正。 好きなものはちゃんと目に焼き付けとかないとな。もしかしたら次に会うのが最後ってこともあるんだぜ。また会える保証なんて。Beim nächsten Mal bin ich schon tot. Sag sowas nicht. そんな縁起でもないことを言うものじゃない。ならもうちょい前向きな感じにしとくか。次に会う時はあんたの背がずっと大きくなってるかもな。 Du meinst mich immer wie ein Kind, Piper. なんだかパイパーにはいつも子供扱いされている気がするな。ま、子供ってやつが一番変わるもんだからな。裏を返せばこいつなりにあんたを理解しようと頑張ってるってことかもな。何にせよ多めに見てくれ。 あんたのこと、こいつもまだまだ分かってないことだらけなんだ。だからさ、こいつはあんたとまた会えるのを毎度楽しみにしてるんだぜ。Okay, cool. War jetzt nicht so lange, Gott sei Dank. Bum, bum. So, dann holen wir uns das Hintergrundbild von ihr ab. Bum, holen wir uns dann. Wie sie das aussieht. Oh, da. Nice. Auf ihren Lastwagen, ja, ne. Cheesetopia im Hintergrund. Warte mal, würde das auch so aussehen, wenn ich die Quest nicht gemacht hätte? Wenn Piper nicht amüsiert ist. Oh Gott. Alles bewegt sich so langsam hier. Okay, also ein paar coole Hintergrunddinger. So. Dann haben wir noch Lucy. Los, aus geht's. Das Einzige, woran ich mich bei Lucy erinnern kann, ist, dass sie irgendwie die ganze Zeit von irgendeinem Typen verfolgt worden ist, der sie, glaube ich, kannte, und irgendwann hat sie ihn ausgepeitscht. Das ist alles, was ich irgendwie mich erinnern kann noch. So, mysteriöser Besucher. Genau. Worüber sollen wir reden? Danke, dass du gemerkt hast, dass ich Filme mag. Du weißt tatsächlich, dass ich Filme mag. Was? Sollen diese sarkastischen Aussagen kommen? Hast du gerade indirekt gesagt, dass du mich magst? せいぜい三択ですわ。決してその場所に
Was bist du in der gerade zitieren? Sprichst du aus Erfahrung? そうは言ってませんわ。プロキシさん、いささか立ち入った話になりすぎてしまいましたわね。私はバーニスと違って、友達とオーライのど真ん中で人生観を小裸に語らうタイプではありませんことよ。 Du denkst über uns als Schnatz Freunde? Was sollen diese? Was sollen diese Aussagen? Ich will sie nicht so ärgern. Bist du rot? Ich will sie gar nicht so ärgern. Was stimmt mit meinem Hauptcharakter nicht? Meine Theorie ist ja, der eine Typ, der die verfolgt, ist irgendwie, weil nicht ein Diener von ihr oder sowas, ihren alten Leben, weil sie ist ja aufgewachsen in so einem reichen, in so einem reichen Haushalt, von was ich weiß, ne? Es scheint, dass du sie sich auf den Weg machen musst. Was war mit dem Typen gerade los? Du solltest sie bei passender Gelegenheit fragen. Ja, das ist irgendwie so ein Typ in so einem Anzug und irgendwie weil nicht. Ich glaube, das ist irgendwie weil nicht jemand von ihren Dienern oder wie nennt man das hier? Fällt mir gerade kein anderes Wort ein. Glückliche Familie. Naja, jetzt gucken wir uns einen Film an, ne? Warum siehst du sie nicht in unser Video? Ach so, ich wollte sagen, warum ist bei uns im Loch im Fernseher? Oder wie ist das passiert? Ja, sie haben eine Wette abgeschlossen. Ich halte das nicht aus. Worum ging es bei der Wette? Und wieso ist da ein Loch im Fernsehen? Die klang irgendwie so, als wäre es gerade jetzt passiert. Niemals, Lucy. In der Videothek siehst du dir zusammen mit Lucy Trikals an. An Lucys Gesichtsausdruck vermittelt einen Hauch von Sehnsucht. Hast du diesen Film als Kind gesehen? ルーシー、子供の頃このドラマを見ていたのかい？別に何も不思議なことはないと思いましたよ。私の世代なら誰もが通ってきたご長寿ドラマですもの。子供の頃はなんてバカバカしくて筋の通らないストーリーだろうと思ってましたわ。 会社のプロジェクトを放ってまで子供のサマーキャンプについていくバカ親父がどこの世界にいるのかと。私の友達、仮にパーティーで知り合った同年代の子たちをそう呼ぶならですけれど、彼らと一緒に郊外をツーリングするなんてこともけほども想像できませんわね。 Ich gehe mit dir auf eine Vergnügungsfahrt. もしドライブがしたいという話なら、古本。僕のドラテクはなかなかだと評判なんだ。主にリンから。あのザッカーレズのバカげたボンプみたいに車の中でヘドマンしながらトンチキな歌を披露する趣味はありませんことよ。私とあなたが私のバイクに乗ってくださいまし。 Okay, da war schon noch gerade von Lucy will ich ein bisschen mehr sehen. Okay, wieder der mysteriöse Besucher, genau, den hat sie irgendwie ausgepeitscht irgendwie so was. In der Cutscene davor. それだけではなくてよ、私はっきりと言いましたわよね。私の友達に粗相を働こうものなら、 うちの3匹のひずめ跡が顔面に残りますわよ。まだあなた様が幼き頃、それはそれはお姫様のようにお優しかったこと。
私は覚えております。今はトゲトゲしい上着を着ておられるのではなくて、そのようなことはきっとなさいませんよね。言葉に気をつけないと、あなたの大事なところにトゲをぶっ刺しますわよ。おお、わかりました。あなた様は本当に変わってしまわれたのですね。ふん、わかりゃいいんですわ。モンテフィーノ氏が予見した通りでございました。あなた様は本当にあのお方とよく似ておられる。あのお方もまた、あえて不意調されこそしないものの、荒っぽい青春を過ごされていたのです。一体それが私と何の関係があるって言うんですの？モンテフィーノ氏はかつて一度だけ家を出奔なさいました。そして10年の月日が経った後、あのお方は自らの責任を全うすべくお戻りになられたのです。10年に及ぶ無頼の時はモンテフィーノ氏に強靭な意志と枠組みにとらわれない知略という後にあのお方にとって武器となる素質を与えました。そんな話聞かされたこともなくってよ。どうして今になって？それだけではありません。あのお方は放浪の最中生涯の伴侶、つまりあなた様の母君と出会われたのです。それゆえにあなた様がこちらのビデオ屋の店長様と懇意になさっていると知ったモンテフィーノ氏は、私に特別の干渉を控えるよう命じられました。あのお方がおっしゃったように、恋人であれ友人であれ、真に深い関係というものは困難の中で育まれるもの。いずれあなた様も覚悟をお決めになられたと。数えきれないお仕事に直面することとなるでしょう。そうして書類に追われる真夜中には温かい抱擁を必要とするはずです。ルーシー、さあ、言います。ヘルバ、アルボル、ラテレム。Lucys Gesicht ist knallrot und sie zittert den ganzen Körper. Sie winkt mit der Hand und die drei kleinen Wildschweine springen hoch in die Luft und treten den Mann ins Gesicht. Der Besucher dreht sich um und rennt panisch weg. Was ist hier in meinem Laden los? Alles in Ordnung. わざわざ伝言役を送り込んでまで私に指図するなんて、そんな資格などないとお父様はいい加減知るべきですわね。空っぽな大人ほど子供を通して自分の人生を追体験したがりますのね。あいにく私は誰のコピーでもありませんわ。私はルーシー。何を愛して何を憎むべきかは、Was tust du, lieben Lucy? Sag es mir. Nikumu beki mono ni keshite hiza wo ottari nado shimasen wa. Watakushi wa jibun ga aisuru mono to zutto issho ni itai n desu no. Kōgai ni hoshizora, baiku, eien no shōri, nakama tachi. Mochiron sore ni wa anata mo fukumarete mashite yo. Kore wa ichido shika iimasen koto yo.やっぱり聞こえなかったなんて許しませんから。 Das sei jetzt nicht gemein. Okay. Ich dachte, ich konnte was darauf antworten. Ich wollte meinen Charakter wieder sagen, sie sei jetzt wieder nicht gemein. Sei einfach freundlich, okay? Muss ja nicht mal direkt ärgern. Okay. Ja, Lucy's Augen haben jetzt nicht so lange gedauert. Genau sie wollte ich doch ein bisschen länger haben, ehrlich gesagt. So. Zeig mal. So, wow. Ah, das ist so putzig. Man kann ihre Dings sehen, mal ihre Haare. Ah, das ist ein cooles Bild. Ich glaube, das behalte ich so. Ja, das ist ein cooles Bild, ne? Obwohl ich ein paar gemischte Signale gerade bekomme, aber ich halte meinen Mund. So, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Finde ich gut. Jetzt haben wir wieder alle Charaktere. Welche Charaktere fehlen mir denn jetzt hier noch, die ich hier die Freundschaft noch nicht habe? Eigentlich nur Sokako, ne? Nur noch Sokako, ne? Ja. Ja, und all die Charaktere, die ich noch nicht habe, ne?
実験を始めよう。勝ったら出撃。Von denen gibt's alles ein Freundschaftsevent, ne? Glaube ich. Okay, das ist nicht so cool. Das hat jetzt das richtig coole Bild. Der Gesichtsausdruck ist voll putzig. Man guckt auch genau in die. Irgendwie bin ich blöd, dass man die Schweine nicht sieht. Upsala. Nein, dann muss ich gleich schon wieder schneiden. Boah. Ich gleich wieder blockiere da mal kurz die eine Sekunde. Ich wollte das Bild hier. Das hier wollte ich Dreieck drücken. Da man die Schweine irgendwie sieht hier, da man die Schweine hier nicht sieht, finde ich ein bisschen schade. Also mal machen. Lass mich gleich über eine Sekunde hier raussteigen. So, gut. 50 Minuten kann ich mit leben. Den Rest der Zeit tun wir mal, was nicht Gacha spielen. Ne? Wir haben ja nur, ich habe nur ein paar Sachen. So, Bell. Mein Gott, da steht sie ja sogar. Guten Morgen. Ich auch schlafen? So. Warte mal, ich habe einen Gast gestern Abend bei mir gehabt. Was? Weiß, was treibst du ja, wenn ich gerade nicht am Spielen bin? Na komm, Bell. Ich tue ja neben dir Gacha spielen. Du bist mein Glücksbringer. So, dann haben wir. Das ist ein cooles Bild. Gut, dann machen wir ein bisschen Signalsuche. Ne, ich habe. Ja, hier müssen wir noch warten, ne, bis wieder nächster Charakter. In der nächsten Gacha ist, glaube ich, hier, wie heißt die? Yanagi. Hier, diese von Tsukakos Gruppe. Ich glaube, ich werde ein paar Mal für sie pullen, wenn die Charaktere, die 4-Sterne-Charaktere darin gut sind. Weil ich muss ein bisschen pullen, einfach nur, weil ich nicht genug Restsignale habe. Ich habe nicht genug Restsignale, um hier mir die restlichen. Obwohl, ich könnte auch warten, bis die 20. Aber danach kommt Leiter, ne, in der Gacha. Ne. Diese Dinger, diese Restsignale, die bekommt man nämlich, wenn man hier in der Gacha irgendwie Charaktere oder Waffen oder so bekommt, ne? Und ich habe nicht genug dafür. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel man so pro 10 Erziehung bekommt, aber ich muss noch ein bisschen spielen, damit ich mir die restlichen hier holen kann. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich habe echt nicht genug, weil ich keine Gacha am Spielen bin. Also kann ich auch keine Restsignale bekommen. Das ist ein bisschen doof. So, welche Charaktere sind hier eigentlich im heute in diesem Monat, heute in diesem Monat? War doch gerade da, ne? So, Seth. Okay, Seth brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht durch mir hier für eine 5-Sterne-Waffe irgendwie irgendwann zusammensparen, ne? Für wen habe ich denn hier? Für Koleda, ne? Und ich hoffe ja irgendwann, wenn ich hier Dings bekomme im Nekomata. So, warte mal. Kann ich mir hier einen neuen Bangbo holen? Magnetobo. Von den Dingern habe ich mal mehr als genug. Habe ich schon gekauft. Genau, ich wollte mir on-screen, ja. So, ich habe ich anscheinend noch nicht komplett, also ja damit. So, dann habe ich dafür auch das Signal bekommen. Nee. So, alles andere brauche ich dann nicht, ne? Gut, das ist so ein cooles Bild. Dann machen wir hier Signalsuche, ne? Wir haben 14 von den Dingern und 20 von den Dingern. Wir gehen erstmal hier hin und tun die 20. Ich weiß nicht, ob ich mir halt ansparen sollte, bis irgendwie neue Bangbos rauskommen oder nicht. Weil den hier brauche ich nicht wirklich, weil ich nur Shinji benutze. Weil man braucht immer zwei Charaktere von einer Fraktion, damit so ein Fraktionsbango es auch bringt, ne? Aber ich habe nur Shinji, ne? Ich hoffe, ja, irgendwann kriege ich mal einen Jane. Dann hätte ich zwei. Erst dann wird es das lohnen, ne? Aber ich habe viele Elektro-Charaktere, deswegen habe ich mich auf den hier festgelegt. Und wenn wir den haben, dann werde ich wahrscheinlich erstmal ansparen, bis neue Bangbusse auskommen. Oder ich könnte meine alten hier einfach, könnte ich natürlich auch machen. Aber ich will eher neue haben, ne? Aber ganz ehrlich, ist es sowieso vollkommen egal, ne? Ich finde die Bangbusse jetzt nicht so bedeutend, so wie Charaktere oder Waffen, ne? So, rein hier, Bangbo. Der Controller ist am Mikrofon, obwohl ich bezweifle, dass wir 5 Sterne bekommen, ne? Aber 2A-Rang. So, den schon wieder. Müsste ich eigentlich auch schon alle Möglichen haben, ne? Also ein echt, das ist aber ein Banger, diese Musik, ne? Elektrobo. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Komplett. Nee. Den linken haben wir, weil wir da 15 Dinger dafür bekommen. So.
Direkt das nächste. Boom. So, ne. So, und wieder zwei A-Rang. Ich glaube, das ist immer der Fall, ne? Mindestens zwei. So, den habe ich noch nicht oft. Die Waffendinger kann ich ehrlich gesagt auch nicht gebrauchen. Schon wieder du. War ich schon. So, okay. Haben wir doch ein paar neue bekommen, ne? Tun wir direkt mal upgraden, würde ich sagen. Haben wir das Uninteressante schon mal abgeschlossen. Oh, wow. Da kann ich auch mal gucken, was ich hier da alles habe. Ich müsste ja eigentlich auch mal hier hochleveln, ja. Meine ganzen S-Rang-Dinger. So, dich habe ich. Nicht habe ich maximiert. Cool. Wo ich nicht glaube, dass ich die irgendwann benutzen werde, die A-Rang-Bangbus. Nicht, wenn ich die S-Rang-Dinger habe. Und ich habe ja auch noch. Boom. Da. Und ich sitze auf so viel von diesen Währungen, ja, die ich für die habe. So, dann gehen wir noch mal hier und versuchen uns an der Standard-Gacha, ne? Da dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir hier 5 Sterne garantiert bekommen, ne? Well, gib mir etwas Glück. Ich glaube 40 Dinger oder so waren wir entfernt, ne? 44 suchen und noch 80 suchen, damit wir Nekomata garantiert bekommen. So, ich habe jetzt das Einzige, was ich hier zum Knabbern habe, sind wieder so Gummibärchen. Das sind so, die hole ich mir hin und wieder. Von Cut, yes. Wunderland, das sind so in so Einhörner oder irgendwie so, ne? Regenbogen-Edition. Was haben wir hier? Ein Regenbogen. Boah. Da sind auch irgendwie so Worte, die Love irgendwie sagen und so Einhornköpfe, ne? Die sind lecker. So. Dann kommen wir mal ab, willkommen. So. Einer. Da. Okay, 2 A-Rang. Bitte, bitte das letzte Dingen von Lucy oder eine Waffe, die ich noch nicht habe. Das wäre nämlich super cool. Was ist das? Ah, das ist Benz. Oh, Ben benutzt hier aber nicht. Ja, das ist aber was Neues. Und da ist Ben. Ich glaube, das Spiel will mir was sagen. Ja. Wenn ich nur wüsste, was. Okay. Wie viel habe ich jetzt bekommen? 16. Ne, 160 habe ich bekommen. So. Ich meine, eventuell werde ich den wahrscheinlich auch hochleveln. Weil irgendwann bin ich fertig mit den Charakteren. Ja. Also ganz schön hohe, große Bonusse. Gut. Ich muss mal hier Waffen hochleveln. Mir fehlen schon voll viele. Ich noch hochleveln muss. Ja, bin ich bei Ben eigentlich. Oh, cool. 3. Das heißt, alle seine Dinger werden hier hochgelevelt. Boom. Okay, cool. Und das Namenskärtchen habe ich freigeschaltet. Okay. Ich meine, irgendwann werde ich ihn sowieso benutzen. Weil ich bräuchte mal ein Bellabop-Team, ne? Ich habe nur Koleda. Und Ben ist ja eigentlich perfekt, weil er ja... Er verstärkt ja Koleda ein bisschen hier mit der Ultimate und sind normal angefangen. Aber erstmal mache ich die ganzen Charaktere, die ich benutzen will, also Sokako und Billy kommen erstmal, ne? Und dann fokussiere ich mich vielleicht mal auf Ben oder Anton oder Seth, die alle mal auf der 50 bekommen.
Aber dafür müsste ich erstmal Erfahrungspunkte und so alles bekommen und ich tue nicht darauf hingrinden. Das heißt, das kann ein bisschen dauern. Muss ich warten, bis mal wieder irgendwie so ein Event oder so am Laufen ist, wo man hier wieder Erfahrungspunkte kriegt und so. Und ich müsste ja mal meine Waffen hier alle hochleveln. Ich habe so viele persönliche Waffen, die ich noch gar nicht hochgelevelt habe. Ne, hier Anbis, welche angeblich auch sehr gut für Shinji ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganzen, ich habe mal ein bisschen hier die craftable Sachen, ja, habe ich mal ein paar Mal gecraftet, ne, damit ich die Level von denen erhöhen kann. Habe ich jetzt von jenen hier auf Level 3 gebracht. Von denen, die ich benutze, die ich craften kann. Okay, bis auf Koleda. Koleda habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Also ja, gut. Im Moment tue ich die ganze Zeit die Talente der ganzen Charaktere hochleveln, damit die einfach stärker werden. Und der ganze Endgame-Zeug hier einfacher wird. Aber ja, gut. Dann war es das für heute, ne? Ich weiß nicht, ob im nächsten Update, also wenn die nächste Gacha ja am Laufen ist, in 3 Tagen, ne? 3 Tagen, 16 Stunden. Ich weiß nicht, ob dann direkt irgendwie die Story wieder weitergeht oder ob da irgendwie was kommt, ne? Aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis hier wieder was kommt. Ich weiß nicht, ob ich hier für die Pinkhaarige hier die Gacha spielen will. Hier von Sokakos Gruppe, ne? Yanagi heißt sie, glaube ich. Vielleicht werde ich ein bisschen für sie versuchen zu ziehen, einfach nur, weil ich ein paar Gacha-Punkte hier brauche. Und da kann ich mir die jetzt alle holen. Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt wie viel bekommen? 210. Ne, ich müsste noch mindestens einmal die Gacha müsste ich spielen, glaube ich. Und ja, je nachdem. Man kann sich immer noch 5 pro Monat hier kaufen, ne? Und die ganzen anderen Sachen natürlich auch gerne, die Erfahrungspunkte und so was alles. Aber um die kaufen zu können, müsste ich erstmal Gacha-Punkte ausgeben, was ich nicht habe. Weil ich in einer Gacha irgendwie nichts für mich gerade von Bedeutung drin ist. Also ein, zwei Mal werde ich wahrscheinlich trotzdem spielen, ne? Ich muss erst mal gucken, welche Charaktere in der nächsten, welche 4-Sterne-Charaktere noch in der Gacha sein werden. Wenn irgendwie, weil nicht Nicole oder so da drin ist zum Beispiel, dann wird sich das schon wieder nicht lohnen, weil Nicole habe ich schon maximiert. Aber ja, was auch immer passiert, das wird jetzt erstmal ein paar Tage dauern, eine Woche oder so, ne? Ich bin jetzt erstmal hier fertig in Zendes und wir sehen uns dann in ein paar Tagen irgendwann mal. Also nicht, wahrscheinlich nicht, nachdem ich den Party hochgeladen habe, aber wahrscheinlich so ungefähr eine Woche irgendwann oder so, bis mal irgendwie was hier kommt oder auch nicht, keine Ahnung, aber erstmal bin ich hier fertig und wir sehen uns dann, wann auch immer wir uns sehen, ne? Also Dankeschön fürs Zuschauen und ja, haltet die Ohren steif und ciao. Und da habe ich noch kurz aufgestoßen am Ende, wie peinlich. Uah. Schaut euch dieses coole Bild an. Ciao.